Hallo Lieben und schön, dass ihr anschaut zum neuen Video. Wir sind kurz vor Berlin. Ich begrüße euch. Wir testen heute Babas Burger. Reiht sich ein zu den anderen Rappern, die einen Burgerladen aufgemacht haben. 187 und natürlich Haftbefehl. Die haben heftig abgeschnitten. Die haben wirklich abgerissen. Und jetzt ist es natürlich wichtig, dass der Babas Burger hier auch nochmal voll abreißt. Ich hoffe es wirklich sehr, dass ich gleich wirklich einen Leckerbissen bekomme. Wir fahren hin. Ich bin wirklich direkt am Start, Leute. Ich krieg das mit, dass der Burger aufmacht. Direkt nächster Videotermin von mir. Da steht das Video. Würde mich freuen, wenn das mit einem Daumen oben belohnt. Und jetzt sehen wir uns bei Babas Burger. Hohoho, die Spannung steigt. Ich bin bei meiner Lieblingstankstelle gerade. Ich wollte gerade auf Nachricht gucken, ne? Aber ich gucke nicht auf Nachrichten bei WhatsApp, wenn ich drehe. Ich muss im Fokus bleiben, wisst ihr? Es kann einen alles aus der Bahn werfen. Ich habe alles gehabt, auf einmal kommt eine scheiß Nachricht. Selbst mein Popoloch hat gerade gejuckt, ne? Und selbst da jucke ich nicht. Mich darf nichts von meinem Fokus ablenken. Aushalten, Tunnel, volles Bewusstsein. Also wir sind am Start. Wir sind am Start. Sehr geiler Standort, so vom Ding her kannst du geil parken. Da ist er. Er hat nicht groß an die Glocke gehängt und, sag ich mal, ganz geschmeidig im Stillen das Ganze angekündigt. Massives Bauwerk. So, wir gehen jetzt direkt rein, Mann. Klein, geschmeidig, basic, nicht auf Schickimicki. Wird so gewollt sein, denn denke ich, am Geld wird es nicht gemangelt haben. Ich vermute auch, der Eindruck soll so vermittelt werden, dass es für dich und mich ist. Unter Umständen für die Jungs von der Straße. Guckt euch den Laden an. So, ich hoffe, ihr konntet euch einen Einblick jetzt verschaffen, was ich erstmal sehe. Sehr, sehr faire Preise. Also ein Cheeseburger 5,50, Hamburger 5,20, Chili Cheese, Barbecue, Avocado Burger, ein bisschen was ausgefallen ist. Ja, ich lasse mich überraschen. Sagen wir mal so, unter uns, unabhängig jetzt von allem. Wenn ein Burger 5,50 kostet, bin ich manchmal ein bisschen skeptisch. Ne? Zum Schluss soll er schmecken, aber die Qualität hat natürlich auch seinen Preis. Ich vermute, da wird jetzt wirklich ein Snacky Burger kommen. Und ja, wir können eigentlich nichts machen, uns bleibt nichts anderes übrig, als jetzt direkt hier in die Vollen zu gehen. Also ich gucke jetzt schon mal ein bisschen hier nebenbei beim Braten zu. Burger Patties, heftige Röstung drin schon mal. Was mir gleich positiv auffällt, die scheinen auch normalen Käse zu haben. Ist manchmal ganz geil. Es muss nicht immer dieser Schmelz-Flüssigkäse sein. Mal was anderes. Geschmacklich schmeckt oft dieser, sage ich mal, in Anführungsstrichen Billigkäse, das ist klar. Aber das ist mal was anderes und ich begrüße das. Wenn du sagen müsstest, was für eine Philosophie ihr habt in dem Laden, könntest du was zu sagen? Also ich muss ja erstmal meinen Vorgang, ne? Ich beobachte erstmal, ich gucke. Was sehe ich? Gefällt mir das nicht? Ich habe gerade gestern, das ist lustig, drüber nachgedacht, weil ich so zu Hause einen Burger selber gemacht habe. Röstzwiebeln drauf gemacht. Das ist oldschool und ich feiere das. Röstzwiebeln machen sie drauf. Fleisch geil geröstet, das habe ich gesehen. Brot geil geröstet. Vielversprechend. Also ich habe mir einen Plan gemacht. Ich will euch einen Eindruck geben von allem. Ich möchte euch Rap zeigen, haben die ja auch. Und ich möchte euch auch den Chicken Burger zeigen. Und dann gibt es als Finale den normalen Cheeseburger auch. Das ist ein Plan, dass ihr einen kompletten Einblick habt, wie performt hier der Laden von Massiv. Profi, mein Lieber, ne? Ist das anderes Fleisch gerade? Das ist normales Fleisch, das ist kein Fleisch. Ach, das ist gar kein Fleisch, das war vegan. Ich muss sagen, ich wollte es nicht aussprechen. Das ist vegan. Ich dachte, was ist das für Fleisch? Aber ich wollte erst mal probieren, bevor ich überhaupt irgendwas sage. Da kommt das richtige Fleisch und das sieht auch gut aus. Ein Kollege sagt gerade hier, da kam schon jemand zurück, hat gesagt, pass auf, ich habe vegan bestellt. Hat sich beschwert, ne? Ja, also interessant, interessant. Fleisch aus Argentinien. Ist das so? Okay, geil, geil. Sieht nach mächtig viel Fettgehalt aus. Zu viel ist natürlich auch nicht gut, aber wir werden den Geschmackstest natürlich gleich wagen. Wir gehen in Runde 1, Leute. In Runde 1. Test Nummer 1. Wir müssen alle 5 gerade sein lassen. Erstmal bei den Produkten. Man sieht sehr günstig. Gerade zu den Zeiten heutzutage ist das heftig. Hätte ich nicht mit gerechnet. Wir haben hier jetzt erstmal schönes Chicken drin paniert. Dieses dänische normale Burger-Dressing. Wir snacken rein und ein bisschen mehr. Ah.
Also ohne viel reden. Ich denke, eine Beschreibung trifft das Ganze ziemlich genau auf den Punkt. Es schmeckt Selfmade-Style. Selbstgemacht zu Hause, geile Sachen holen, geilen Abend machen, Rap essen. So, genau so schmeckt dieses Ding. Kommt natürlich auch nicht von ungefähr. Burgersoße, diese dänische, ich würde mal behaupten, die meisten kennen die. Diese Zwiebeln, diese ganz normalen Röstzwiebeln, kennt auch jeder. Also früher, wo ich angefangen habe, Burger zu essen, Burger zu Hause selber zu machen, meistens noch Frikadelle und dann da drauf irgendwie Käse und was anderes. Da war immer Röstzwiebel dabei. Zartes Hähnchen, dann kann man nichts anderes sagen. Wird ein TK-Produkt sein, gehe ich von aus. Ist auch erstmal nicht schlimm. Wir gehen in die nächste Runde, direkt an den Chicken Burger. Und da habe ich Angst. Chicken Burger scheißt sehr oft ein. Bin ich ehrlich zu euch, also kannst du richtig hart verkacken. Bewertung kriegt ihr nachher. Wir gehen jetzt erstmal an den Chicken Burger. Also Runde 2, ihr Lieben. Wir nehmen den Long Chicken von Big Baba. Massiv! Filmi, gib mir den Beat. Geil, mein Lieber, ich danke dir. Oh, der sieht aber gut aus. Was mich erstmal sehr überrascht hat, ne? Das Brot, dachte ich, wäre sehr hart. Das ist wirklich so Brioche-Style, richtig weich. Cooles Bun. Der überrascht mich. Ich sage es euch, der überrascht mich wirklich, um euch meine Gefühle mitzuteilen. Ich dachte, der wird nichts, wirklich. Ich habe das Chicken, das panierte Chicken gesehen, es ist TK. Brauchen wir uns nicht vormachen, sah nicht besonders top aus. Potenziell nicht sehr stark, nennen wir es mal so. Aber vom Feeling, der Burger ist wie ein McChicken. Ich sage es euch, der ist wie ein McChicken. Der knackige Eisberg, diese Mayo, als wäre das die McChicken Mayo. Ihr habt halt noch diesen Käse und das ist um einiges geiler als bei normalen McChicken. Ihr habt halt diesen Käsegeschmack, einen richtig geilen Käsegeschmack. Das ist hart, Leute, das ist hart zu bewerten. Das ist wirklich ein gutes Ding, das muss man halt ins Verhältnis bringen. Es ist wie bei meinen YouTuber-Battles damals. Der eine hat richtig Welle gemacht, Brot selber gemacht, das selber, stand da 5 Stunden in der Küche. Der andere hat es basic gemacht, der hat sich einen Bun aus dem Supermarkt geholt. Das war aber geil. Und zum Schluss bewerten wir den Geschmack. Klar, denkt man jetzt von außen, aus eurer Sicht. Wenn ich jetzt eine gute Bewertung gebe, sagen wir das mal so. Kann doch nicht sein, du erzählst nur Scheiße, das ist ein TK-Bun. Scheißegal, wenn das schmeckt, schmeckt das. Und guckt euch den Preis an, ich gehe das in der Bewertung durch. Aber wenn das eine heftige Bewertung kriegt, zu dem Preis ist das schon stark. Da habe ich eigentlich schon was verraten, ne? Eins kann ich sagen. Ich wollte euch flachsen. Ich habe ja alles schon verraten eben. Für den Preis ist das stark. Ganz stark. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Ab in Runde 3. Und jetzt testen wir den Classic Cheeseburger. Wir haben jetzt endlich den normalen Classic Burger. Ich hatte eben den Ketchup schon probiert, was mich irritiert hat. Ich weiß nicht, was für einen Ketchup die benutzen. Ich muss sagen, so den Ketchup-Test kann ich mich auch nicht erinnern, dass ich den mal gemacht habe. Aber es schmeckt wie ein ganz anderer Ketchup. Die meisten nehmen ja einfach Heinz. Es schmeckt wie ein anderer Ketchup. Also erstmal sehr Ketchup-lastig. Muss man sagen, sehr viel Ketchup drauf. Butterweiche Buns, die sind wirklich wie eine Wolke. Geschmacklich jetzt nicht außergewöhnlich. Nicht so, dass ich sage, oh, schöne Butternote drin oder so. Oder irgendwas, was mir sonderlich auffällt. Aber weich, passend, schön die Röstzwiebeln wieder hier drin. Auch genauso wie beim Wrap. Im Großen und Ganzen halt wieder der typische Selfmade-Charakter. Komplett zu Hause, Burger gemacht, Röstzwiebeln drüber, zack. Wir sehen uns gleich zur Bewertung. So, wir sind durch. Sehr, sehr korrekte, nette Leute. Heftige Preise, muss ich dazu sagen. Wirklich kranke Preise. Und jetzt kommt es aber zur Bewertung. Bei der Bewertung, Preis-Leistung kann sich jeder selber zusammenmogeln.
kann sich jeder selber zusammenbasteln, wenn er gleich meine Bewertung hört. Ohne viel Reden, ohne viel Tamtam. Wir sind beim Rap. Rap ist für mich basic zu Hause, wie ich vorhin gesagt habe, zartes Chicken, passende Soßen, vernünftiges Gesamtergebnis, gibt 7 von 10 Punkten von mir. 7 von 10 Punkten, also wirklich ein vernünftiges Ding. Wir haben den Chicken Burger. Chicken Burger ist für mich wirklich das McDonald's Upgrade. Vom normalen Chicken Burger, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr Chicken Burger mögt, den normalen Chicken Burger. Ich glaube, das ist auch der Classic Burger sogar von McDonald's. Dann geht hier hin, weicheres Brot, saftiger, besser. Kriegt von mir 8 von 10 Punkten. Wirklich ein sehr, sehr guter Burger. Letzter Burger, der Classic Burger. Für mich etwas Ketchup überladen. Nichtsdestotrotz ein vernünftiger Burger, aber auch für dieses Selfmade-Feeling. Ne? Generell gilt für den Rap und für diesen Burger, wer Bock hat auf diesen Selfmade-Style, hier absolut an der richtigen Adresse. Geile Preise. Der Classic Burger kriegt von mir auch 7 von 10 Punkten. Echt lecker. Lohnt sich. Und für den Preis, Leute, wirklich, ist es krank. Ist es krank. Es ist wirklich sehr gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn wir diesmal nochmal den Daumen oben eskalieren lassen. Video viral gehen lassen. Ich habe so viel Gas gegeben, damit ich das Video jetzt schnell raushauen konnte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.